Thomas Beck war wieder. King Belo. King Belo hat aber eine, King Belo hat aber eine ganz geile Tochter. Sehr gut. Ehrlich, ja? Eine richtige Pfeile. Aber die soll ja auch. Moment mal, nee, nee, das war die kleine Tochter. Das war die kleine Tochter. Ja, na, wisst ihr. Und die große, die ist ja schon ausgezogen. Ja, aber die große ist ja mit dem. Ist nicht mehr. Nee, alles erledigt. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ehrlich? Na, sicher. Na, sag mal, die lebt da besser als vorher. Gut. Wie, auch nicht mal, die hat jetzt quasi gekalbt. Du bist ja Opa im frühen Jahr von drei, im frühen Alter von 30. Ich bin nicht Bela, du verwechselst mich. Ja, genau, du bist Karl-Heinz Rummenigge, wa? Richtig. Richtig. Kalle, kannst du mir ein Autogramm schicken? Ich bin ein ganz großer Fan. Ich mag ihn, Alter. Ihr seid geil. Ihr seid ein geiles Team, auf jeden Fall. Bela, das geht raus zu dich. Danke. Ich komme zurück, macht Spaß zuzuschauen. Ich würde eine geile Sendung weitermachen. Sehr gut, Bela. Danke, bis später. Alles klar, Rosa, ciao. Geil. Ich hab's hier im Rücken gespürt, weil ich so, wie Belau mit dem Schwert so, Knie nieder, mein Junge, ich ernenne dich zum Ritter. Geil. Oh, schönes Gefühl. Ritter Alex. Ja, bitte, was? Das war ja ein kurzer Auftritt. Ja, bitte. Ich grüße die Unterschicht. Jawohl, ja. Da bist du richtig. Die grüßen. Sehr gut. Nee, hey, Alex, finde ich cool. Macht gut. Bist eine gute Vertretung. Alex, Dankeschön, ist ganz hervorragend. Ja, das war ja auch war absolut vorauszusehen, ja. Oh? Ja. Du, Max, kennst du Ingo Appelt? Ey, geh dir mal durch die Haare. Die Frisur ist ja grauenhaft. Du meinst hier vorne das Ding, ja, ich weiß. Das, ich war lange ja, das nicht mehr Problem sind seine afrikanischen Vorfahren. Ja. Alles klar, das war's schon von mir. Ach, ich grüße noch Hartz IV, Herbert. Ciao. Ciao. Schöne Grüße an Hartz IV, Herbert. Sehr gut. Ingo Appelt, was, ist hier warm? Das ist mein Glücksbringer, Mr. Minolta, weißt du doch. Hä? Seit 15, 16 Jahren schon. Schon Ewigkeiten. Naja, 14. Das habe ich jetzt demnächst auch, der Salmonellen hat das auch im Hals. Krass. Na klar, ja bitte. Wollen wir das jetzt ausdiskutieren? Geh schon mal vorbluten, der kommt gleich. Ja, bitte. Hallo? Ja. Wie geht's im Fernsehen, oder? Du bist klar. So weit von dermaßen im Fernsehen live. Unglaublich, oder? Ist ja geil. Was ja, ist und, ey, Thema? Pass mal auf, ohne Vorfiltern. Das gibt's nur hier. Hier in der schärfsten Sendung im deutschen Fernsehen. Was ist das Thema hier? Was labert man hier, wenn man ran ist? Was du willst. Erzähl mal. Du kannst erzählen, was du willst. Du kannst, Leute, ihr könnt Witz erzählen. Ihr müsst unbedingt Witz erzählen. Das ist nämlich hier mein externer Witzspeicher. Der Typ ist unglaublich. Der kann Witze speichern und erzählen. Vollkommen unfassbar. Also erzählt mal Witze, vielleicht kommen wir ja vorher schon drauf, was es ist. Oder welchen Film habt ihr gesehen, welchen könnt ihr empfehlen, was scheiße war? Oder was habt ihr Silvester gemacht? Ich hab nur gerade I'm a Legend gelabert, das ist ja wirklich voll der Drecksfilm, das ist das bei Gott, es ist wirklich so scheiße. Ein Billigfilm. Ja, die besten Szenen gibt es wirklich nur in der Vorschau. Und dann kommst du hin und der Rest ist Gülle. Hat wirklich einer Gülle. Von euch hier, vielleicht von den Zuschauern, den Russen-Mafia-Film? Jawohl. Die Leute erzählen alle, der sei der absolute Knaller. Tödliche Versprechen. Hier heißt Eastern, so, ja? Eastern Promises. Und nee, der heißt irgendwas mit... Eastern Promises auf Englisch so, ja. oder Tödliche Versprechen. Ganz ey, ganz kurz, Jungs, ich hab mal eine Frage. Wo kommt ihr denn her? Ben? Ja. Danke, Chefkoch. West-Berlin. Was ist denn mit dem los? Jack Bauer, raus hier. Hol jemand den Sicherheitsdienst für Jack Bauer, raus mit dem. Vielleicht ist es ja auch interessant. Was haltet ihr denn von der heutzutage Jugendkriminalität von Jugendlichen hier in Berlin? Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Es ist ein Teufelskreis. Aber sag mal nicht, das ist in den Medien extra so aufgepusht, um natürlich. Ich will ganz kurz was sagen zu den Medien. Ja. Die Nummer mit dem verschissenen neuen Eisbären ist ja wohl das allerletzte. Scheiß mal auf den Eisbären. Scheiß auf den Eisbären. Scheiß auf den Eisbären. Ja, natürlich. Die haben gesehen, womit sie Profit machen. Und jetzt versuchen sie gleich wieder auf den Zug aufzubringen. Nein, aber was er hier sagt, ist absolut richtig. Guck mal, die Plakate da in Bayern, die da sind. Mit den Bildern, Originalbildern. Ich will nicht unterbrechen, aber eine Sache nur. Erzähl mal. Guck mal, warum zeigen die niemals im Fernsehen immer die ganzen Leute, die deutschen Leute, die immer Scheiß machen, aber zeigen jedes Mal nur die ausländischen Jugendlichen? Weil das keine Quote bringt. Das weißt du, das wissen wir, weil das keine Quote bringt. Das ist ja normal. Aber das wissen andere dumme Menschen nicht, die ganze Scheiße glauben. Sei froh, dass du nicht dazugehörst. Warte mal langsam, hat ein Deutscher schon mal Scheiße gebaut? Geil. Ich gar kein Mensch, der in Deutschland nicht ein bisschen Scheiße gebaut hat. Ja, okay. Hey, wir haben ja alle ein bisschen was Dreck zu spielen. Wir haben doch alle unsere Leichen im Keller, weißt du? Ja, ganz genau. Wo ist denn deine Leiche? Im Keller. Also alles Mögliche kennst du ja. Im Keller, oder? Ja. Erzähl mal eine Sache nur. Guck mal, du bist hier, wir sind unter uns. Also du kannst mir alles erzählen.
Was soll ich denn halt erzählen? Damals halt mit 15, 16, erste Mal Gras rauchen, Mädchen kennenlernen, Partys, Autofahren ohne Führerschein, dies und das, Schlägereien, von A bis Z alles durchgemacht. Ey, du sollst nicht von uns erzählen, sondern von dir. Das ist ja vollkommen harmlos. Ich erzähle ja gerade von mir. Oh. Ja, nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Nee, du bist ein guter Junge. Jetzt bin ich ja ein anständiger Junge geworden. Also ich habe jetzt meine feste Arbeitsstelle. Was? Hab meine Familie und ich sorg mich jetzt halt für die und mach mein Leben, Junge. Mein Ding, er ist, alles durch. Er ist wirklich guter Junge. Gut. Er ist guter Junge. Jetzt fang mich an mit der Bushido-Scheiße. Diese Rap-Kacke versaut sowieso die ganzen Jugendlichen hier. Du bist guter Junge. Aber wie? Das ist ja unglaublich. Ich hab mich als guter Junge. Ja, das cool. Mit Bushido ist ja sehr, ist mitunter ein bisschen kontrovers. Ein wenig kontrovers. Ja, auf jeden Fall, diese Sache mit den Medien, mit der Gewalt, das stresst mich. Und was ich noch sagen wollte... Schäfkoch, halt die Fresse da hinten. Mit dieser ganzen dreckigen Rap-Musik da, mit dieser Deutsch-Rap-Kacke da, das verkackt auch immer die ganze Jugend hier, glaubt mir mal. Viele Leute denken immer, das liegt nicht daran, aber... Weißt du, wer im Endeffekt... Das liegt auch daran, da hast du absolut recht. Ich werde dir mal was sagen. Meiner Meinung nach, der Einzige, der wirklich... Jetzt auch für den Chefkoch, das ist mal so eine Ansage von mir, der einzige Hip-Hopper in Deutschland, wer lange schon dabei ist, der wirklich sich ausdrücken kann, ja, du kannst auch auflegen, bleibt das Gleiche, der sich wirklich einigermaßen gewählt ausdrücken kann und technisch sehr gut ist, hatte ich gerade mit dem Chefkoch von dem Auto das Thema, ist Kool Savas. Ja. Der muss nicht von hinten und von der Seite, der ist wirklich blöderweise technisch gut, die Nummer 1. Savas kenne ich eigentlich noch, also wenn Savas zuschauen sollte, dann eigentlich kenne ich ihn noch aus Wetzlar-Zeiten damals. Also wenn die Leute, die uns alle kannten von damals noch, also von Maxims-Zeiten und Savas-Zeiten und sowas, aus dem Wetzlar, dicken Gruß, fetten Respekt an euch alle. Seine Braut, Mel Beats, war bei mir in der Nebenklasse. Ehrlich, ja? Mit der bin ich immer zur Schule gelaufen. Weil. Sophie Scholl, sehr gut. Der Schule von also ganz fetten Respekt. Ja, ganz genau. Das musste mal gesagt werden. Ja, bitte. Hallo. Weiter. Ja, bitte. Alex? Ja. Hey, ich bin's, Laura. Hey, Laura, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich gucke gerade durch den Fernseher und dann sehe ich dich. Sehr gut. Kannst du mir mal erklären, wer Laura ist? Laura ist eine Freundin. Geil. Laura, was machst du? Wo bist du denn? Zu Hause oder bei Festus? Nee, ich bin bei meinem Baby. Bei deinem Baby. Das ist ja schon mal, viel Spaß. Das ist ja schon mal vollkommen schlecht, Laura. Nein, nicht das Baby, sondern das Baby. Das große Baby, weißt du? Ja, aber das Baby, ist in der du? Arbeit. Ach so, verstehe. Laura, schön, dich gehört zu haben. Wir sehen uns. Wir müssen leider Laura, hier weitermachen, okay? Laura, was sagst du denn? Ist es nicht schön, dass ich den Alexander hier zu sitzen habe? Ja, klar. Ist doch eine feine Sache, oder? Laura, danke für den Anruf. Bis dann. Ciao, alla prossima, Baby. Was für ein Ding? Laura ist Italienerin und deswegen ciao, alla prossima, Baby. So, ciao, bis zum nächsten Mal, Baby. Woher kannst du denn das auf Italienisch? Egal, mach's hier, weil ich oft Italienisch esse, deswegen. Ja, bitte. Ihr kotzt mich an. Ja, du, mich auch. Ja, bitte. Ja, ich glaube mal, Velo. Hey, Velo, was ist los? Hey, vorhin hat einer angerufen, der hat sich voll für dich ausgegeben. Und dann haben wir festgestellt, das war der Kalle Rummenigge. Der wollte uns voll verarschen, hat sich für Velo ausgegeben. Nicht mit uns, haben wir gesagt. Kalle, nicht mit uns. Was? Schlimmer als Hitler. So, natürlich. Du, pass auf, der davor angerufen hat, wo ich so lange unterhalten habe. Ja. Respekt. Und ehrliche Meinung gehabt, der hat sich auch nicht gerade Deutsch angehört. Nee, nicht wirklich. Nee, aber fand ich in Ordnung, er hat eine richtig tolle Meinung. Ich muss sagen dazu, dass die Bild-Zeitung seit 5 Tagen jetzt nur noch über alles aus, hier, also da, also hier, da. Die Außengeländer, ja. Pass auf, was ich jetzt vermisst habe, wo sie den Deutschen auf dem U-Bahnhof zusammengetreten haben, habe ich die Lichterketten vermisst. Oh, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich, pass auf, wenn wir das machen, dann war es schon schlimm genug und wir weiter schlimm genug. Aber ich sag mal, warum gab es da denn keine Lichterketten und kein Aufschrei von der ausländischen Seite? Das ist ein guter Punkt, Belo. Ist das ohne Witz jetzt mal, es kommt auch kein Gag hinterher, so. Jetzt ist ja geil. Okay. Ja, sag mal, wo sind die Lichterketten? Der wurde halt, das ist ein alter Mann und wurde von Jugendlichen kaputt getreten. Ja, wir haben es alle gesehen. Mhm. Wo ist die Logik? Aber wenn wir das jetzt gemacht hätten, eine Hakennase da kaputt treten. Ja. Und dann werden sie gleich wieder auf die Straße gegangen und Skandal und Skandal und Skandal. Hast du 100%? Nee, hat er recht. Ich weiß ja gar nicht, warum du lachst. Hat er 100% recht? Nee, ich muss hier über anderen lachen. Reiß es zusammen hier. Reiß es zusammen, sag ich dir. Du bist hier nicht so Spaß, Alter. Bela ruft an, Mann, ist nicht irgendwer. Ist ja wunderbar, ich muss trotzdem lachen. Nein, hast absolut recht.